Servus Leute, da ist der Bimbers. Gestern war ich mit den üblichen Verdächtigen im Biergarten gesessen. Ne? Na, freilich mit meinen Kumpels. Ne, der Strudel, der Scheißende, der Terror und der Parex und ich halt. Ne? Waren wir an drei verschiedene Tische waren wir gesessen. Naja klar, ne, wir waren ja fünf verschiedene Bezugspersonen. Also wir waren immer zwei Mann an einem Tisch, ne? Und der Parex war separat. Ne, ich meine, ja klar, ne, der hat ja keine Bezugsperson, ne, und der hat dann alleine an einem Tisch sitzen müssen. Aber es war nicht so schlimm, weil mit dem will im Moment sowieso keiner was zu tun haben, weil der hat im Moment nämlich einen Aluminiumhut auf. Ne, also der geht jeden auf die Eier. Ne, nützt ja nichts, ist halt so. Ne, aber dann haben wir uns Gedanken gemacht, haben Bier getrunken und haben uns Gedanken gemacht und haben festgestellt, dass durch diesen Corona-Scheißdreck überhaupt nichts mehr los ist in der Stadt. Ne. Aber sowas von null, da ist ja keine Action mehr, kein Festival, kein Konzert, ne, nix, ne, überhaupt keine Veranstaltung. Und dann hat der Strudel gesagt, ab 15. Juni sind ja in Bayern Veranstaltungen im Außenbereich bis 100 Leute sind ja wieder erlaubt. Ne, und dann haben wir beschlossen, dann ziehen wir halt was auf, dann machen wir ein Spektakel. Na klar, einen Special Event, something big, verstehst du? Wo es rumpelt im Karton? Na klar, damit die Menschen wieder mal was geboten kriegen in dieser traurigen Zeit. Ne? Leute, und dann ging es natürlich Schlag auf Schlag. Ne? Da, die Kreativität ist nach so langer Zeit, nach einem monatelangen Leben in Tristesse, ist ja quasi die Kreativität aus uns herausgesprudelt. Und da haben wir sofort ein Konzept erarbeitet für ein Riesenspektakel. Ne? Das haben wir dann gleich schriftlich festgehalten auf einem Bierdeckel. Und dann bin ich mit dem Bierdeckel, am nächsten Tag bin ich gleich aufs Ordnungsamt und habe unser Konzept für die Veranstaltung vorgestellt. Dann hat der Beamte hat dann zu mir gesagt, ja, wie läuft das jetzt genau, was haben Sie da vor? Ne? Und das sind natürlich während der Corona-Zeit, sind die Beamten natürlich auch ein bisschen überfordert, ne? Das verstehe ich schon. Na, jeder Depp kommt ja zu denen mit Fragen. Darf man das? Wie viel Abstand muss man halten? Bis wie viel Uhr geht es? Etc. Ne? Die haben es im Moment auch nicht leicht. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, Pyrotechnik, sagt Ihnen das was? Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, lebende Kanonenkugel, ist Ihnen das ein Begriff? Und dann hat er gesagt, ja, aber was wollen Sie jetzt da genau machen? Und dann habe ich gesagt, pass auf, mein Freund, ne, jetzt nicht locker bleiben. Ne? Und dann habe ich gesagt, das wird ein Spektakel. Ne? Meine Kumpel, der Scheißen, ne, der Terror und so weiter, wir waren da zusammengesessen im Biergarten und der Scheißen, der arbeitet nämlich bei Pressluft Stelzel. Ne? Und der Strudel, der hat noch ein 5 Meter langes Abwasserrohr, ne? Und mit einem Durchmesser von 60 Zentimeter, da würde ich jetzt gerade so reinpassen, also das würde abdichten, ne? Und dann bauen wir uns aus Dachlatten vom Obi eine Abschussrampe, ne? Und hinten, da kommt das Rohr dran und der Breschermaschine hinten und da arbeitet der Scheiß nicht schon mit Hochdruck dran, dass das funktioniert. Und der Terror, der hat mir jetzt noch diesen alten Motorradhelm gegeben, ne? Und ich habe noch einen Maler-Overall, da kann man ja ein bisschen Flammen draufmalen, dass das auch, ne? Dass das optisch was hermacht. Ne? Und so ewig-niewel-mäßig, the living cannonball. Ne? Und dann sagt der Beamte, ja, und dann? Und dann habe ich gesagt, naja, dann geht's los, Alter. Der Scheißen, der schießt mich dann mit 7G-Beschleunigung mit Druckluft, Alter, schießt er mich 150 Meter durch die Luft. Ne? Und in der Luft zünd ich dann links und rechts, ne, in meinen Händen zwei knallrote Pyros. Ne? Und dann fliege ich. Die Außenballistik habe ich natürlich genau berechnet, habe ich zu ihm gesagt, da passiert nichts. Natürlich, ich habe mal den Leistungskurs gehabt. Ne? Und nach mehreren Saldos lande ich dann in diesem 3 Meter Durchmesser großen aufblasbaren Swimmingpool, das der Badex bei seinem Bruder im Garten hat. Ne? Das bringt er mit. Ne? Wahnsinn, oder? Und das Ganze mitten in Nürnberg am Hauptmarkt. Und dann hat der Beamte gesagt, ja, er sieht jetzt da keine großen Probleme bei der Genehmigung der Veranstaltung, aber wir müssten uns natürlich schon auch an die Corona-Hygiene-Vorschriften halten. Und ich müsste vor dem Abschuss, auf jeden Fall müsste ich mir da die Hände waschen. Na, habe ich gesagt, bist du jetzt nicht ganz dicht oder was? Das gibt doch keinen Sinn. Ich komme ja doch nach der Landung. Ich berühre doch keinen während des Fluges. Ich kann mir doch nach der Landung in dem Swimmingpool ganz entspannt die Hände waschen. Das reicht doch.
Dann hat er gesagt, nein, das geht nicht, man muss sich da dran halten, das sind Corona-Richtlinien, speziell für den Abschuss einer lebenden Kanonenkugel, das haben die alles ausgearbeitet, und da müssen wir uns genauestens dran halten, sonst kann er das nicht genehmigen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Dann lassen wir es halt bleiben, dann gibt es halt kein Spektakel, ne, wenn das so kompliziert ist. Wisst ihr was? Es sind oft diese Kleinigkeiten, warum ein Riesenspektakel einfach nicht stattfinden kann. Schade eigentlich, ne? Servus Leute, schönes Wochenende.